Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video präsentiere ich euch die Catrice Palette The Blazing Bronze. Viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt geht es um die Palette The Blazing Bronze von Catrice Cosmetics. Die Palette ist so eine kleine Palette. Ich mache die kurz auf. Da sind jetzt haufenweise Eyeshadows drinnen und dann ist da noch so ein Highlighter-Ton und so ein Sculpture-Ton. Ich nehme an, das soll eigentlich zum Konturieren sein, aber nachdem der dunkellila ist, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Aber ich werde jetzt einfach mal alle Töne auf meinen Arm geben, damit ihr eine Ahnung habt, wie die Farbtöne dann so aussehen. Als erstes den Highlighter-Ton. Das ist natürlich sehr schön hell. Dann diesen Sculpting-Ton. Grundsätzlich ein sehr schöner Farbton, muss ich schon sagen. Ich nehme das jetzt runter von meinen Fingern. Und jetzt kommen die ganz normalen Eyeshadows. Kurz die Finger reinigen, damit ich euch die restlichen Töne auch noch swatchen kann. So, hier haben wir die ganze Palette auf meinem Arm. Das ist jetzt also der Highlighter-Ton, das ist dieser Sculpting-Ton, das ist ein dunkles Lila. Und das sind die normalen Lidschattentöne. Im Auftrag sind die eigentlich recht gut, die meisten sind eher so cremig. Ja, eigentlich sind alle so ein bisschen cremig. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass die besonders bröseln würden, wie es manchmal eben ist. Sind eigentlich eher ganz gut, muss ich sagen, von der Qualität her. Also, ich habe jetzt noch nichts geschminkt mit denen, aber ich finde sie im Auftrag recht gut bisher. Also nichts vordergründig Auffälliges. Es ist natürlich eine relativ günstige Palette von Essence, man darf jetzt keine Wunder erwarten. Wie gesagt, die Pigmentierung ist dann auch immer nur eher beschränkt. Also falls euch die Palette interessiert, habt ihr jetzt die Swatches ja gesehen, probiert es im Geschäft aus, bevor ihr sie kauft. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir Kommentare in die Kommentarbox, abonniert meinen Kanal und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!